Ja, schon gucken. Wir haben hier aber diesen Kacksbrom, also. Warte mal ganz kurz, ich weiß jetzt, woran das liegen könnte, eventuell. Ah. Boah, ist das laut hier, ey. Das ist so laut, das Spiel. Warte mal ganz kurz, ich muss mal was zustellen. Hallo! Hoppala, Entschuldigung. Hallo! Er hetzt uns die Blase auf den Hals. Ich geh mal weg hier. Jetzt weiß ich, womit das ist. Hinten ist doch bestimmt ein anderes Boden. Enable Voice, speichern. Ich halte mich auch mal Wache hinterm Baum. So, okay. Ich bin umdrehen, hinter dir bin ich. Ich würde jetzt hier wieder Richtung Baustelle laufen. Wenn ist der nächste. Oh, da ist einer reingerannt in der Baustelle hier. Ich weiß nicht, ob es ein Skeff war oder ob es ein Spieler war. Vermutlich. Der ist relativ fix da reingehuscht. Skeff. Bitte? Vermutlich ein Skeff, würde ich sagen. Ja, vermutlich auch, aber. Da läuft ein zweites. Ja, ist ein Skeff. Er war schnell. Nee. Also, es ist ein Skeff und ein Spieler. Ach so? Und Spieler. Dahinter ihn. Oh der ja. Der Skeff schießt auf uns jetzt, weil er uns entdeckt hat, aber dahinter war noch einer. Du gehst schon rüber, ich bleibe rechts, ja. Ne? Und zieh das Feuer auf mich, wenn der Typ kommt. Er hat natürlich gemerkt, dass der Skeff auf uns geschossen hat, hat sich irgendwo versteckt. Da waren zwei Skeff. Schießt du? Nee. Das ist vorne am Pier schon wieder. Da blöd das Skeff hin. Schmeiß mal eine Granate. Nee. Ich hab'n. Okay. Ja, das ein Skeff ist schon hinüber. Muss da morgen anrufen. Okay, das ist ein zweiter Skeff, glaube ich. Da will ich aber mal mindestens 100 Grad aus. Weil der hat eine Belzmütze aufgehabt. Benji, danke. Komm rein, nicht schießen. Bleispender, danke dir. Ich komm rein. Nicht schießen. Ja. Hast du geschossen? Ey, was? Alter, warum knallst denn du mir die Skeffs weg? Weil er auf mich geschossen hat. Ja, weil du hinläufst. Och, Mann. Entschuldigung. Och, Mann, echt. Weißt du, ich... Das wäre so ein schöner Kill, das wäre Nummer 4 gewesen. Ach, Mann. Sorry, du weißt es doch. Bleib doch dann nur draußen und lass mich hier meine Skeffs erschießen. Aber Matze, du hast mit Chat gesprochen. Woher soll ich denn wissen, dass du noch bei dem auf Point bist? Was? Du weißt doch, dass ich Skeffs erschießen muss. Das weißt du doch nicht erst seit jetzt. Und wenn ich mit dem Chat rede, muss ich immer noch Skeffs erschießen. Es ändert sich doch nicht. Mir fehlen noch... Dieser Typ war hier, ne? Der hat hier den Dings gelootet. Das war ein Spieler. Der hat hier das Ding gelootet. Der muss hier irgendwo sein, muss man vorsichtig sein. Der ist vielleicht vor zum Pier. Oder hinterm Zaun, aber ich hab ihn nicht gesehen. Ja, ich mach mir Sorgen, weil der sah. Beide sahen nicht so aus wie der Typ, den ich. Nee, ich würde jetzt wieder rüberrennen. Zur Wetterstation. Ja? Ja. Okay, dann gehen wir dahin. Aber Angst, dass er uns hinters Rücken schießt. Nehmen wir mal seine Munition mit. Weil der sah gegiert aus, der Typ, ne? Aha. Ja. Ups. Den knallen wir ab. Ist relativ hier in der Nähe. Ey, Leute, wie vorhin also das Flugzeug und so. Jetzt kommen wir auch noch das scheiß Flugzeug.
Position Nummer 1. Wer ist denn die Frau von uns beiden? Du schießt ja hier wie so eine Frau. Was murmelst du in deinem Damenbart? Ich hab's nicht verstanden. Boah, ich höre dich nicht, das ist so laut hier. Mit dem Scheiß Flugzeug. Was hast denn in deinem Damenbart gemurmelt? Alter, ey, ich muss dringend das Spiel starten. Nein! Es geht da rein, aber. Er ist reingerannt. Vielleicht verliere ich die Geduld und schieße sie selber. Du bist ruhig, ich gehe rein. Ich gehe hin. Du stirbst. Und da ist noch einer. Alter, du stirbst doch gleich hier, ne? Alter! So. Was schießt du, M855 oder was? Ja. Nein, im Ernst? Ja, na klar. Ich schieße aufs Klaps. So. Dieser Geizkragen, war das nicht mal richtige Munition mit. War das der da hoch und runter gerannt ist? Ich presche vor. Du nebelst selbst? Ja, kocht der Chef noch selbst. Ich bin Trainer. Komm hier von der Ecke. Gucke hoch. Oh, jetzt einmal die Menge 4-3. Alter, da war doch noch einer. Lecker Mio. Alter, und hier ist schon alles offen. Ja. Aber ich die mich, Euros. Doch. Er war so still. Der leise Tod. Und dann endlich wieder normale Leute. Endlich mal normale Leute. So, komm, weiter geht's. Wir gehen hier zur Powerstation. Achso, ich wollte mal gucken, ob hier vielleicht einer von denen eine Makarov hat. Ein Makarov, Alter. Sowas musst du ja am Anfang vom Vibe einfach mal zur Seite legen. Da laufen die doch alle mit Makarov. Ja, ich weiß. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Der Junge macht mich fertig. Ich mach mich selbst fertig. Blutdruck krieg ich. Blutdruck. Gut, mein Junge. Papa ist wieder soweit. Einfach. So. Damit sind alle eigentlich. Oh. Gut, dass ich einen Macker aufgefunden habe für dich. Oh. Vibe, sehr schön. Du wirst meine Lieblingsfrau. Sag danke, Samurai. Danke. Dass du mir den Arsch rettest, damit ich endlich Level 38 werde. Danke, Liebling. Ich schenke, danke, dir, Liebling. Schenke dir auch Rosen. Sind die noch da? Rosen um Mitternacht. Einer war da. Die Ratten? Ja, dann ist unten bestimmt auch noch einer. Ja? Achtung, hier kommt was gelaufen. Das ist aber ein Skeff, glaube ich. Unten. Habe ich eigentlich schon noch geklippt? Hallo! Ah! Ich schießen wir nicht weg. Ich gehe erstmal in Deckung. Soll ich nicht schießen? Du sollst ihn nicht erschießen. Du stirbst doch gleich mir hier. Es war nur eine Schrecksekunde. Alter, du schießt jetzt nicht wie eine Frau, du schießt wie ein Mädchen. Muschi heißt Katze, Thomas. Das sehe ich auch. Das ist genau, das sind meine Worte. Muschi heißt doch Katze, genau. Und das ist also richtige Katze, die Matze. So, warte. Katze und Matze, guck mal, das reimt sich sogar. Ja. Katzen sind cool, Mann. Also, ich mag Katzen. Wo waren der jetzt? So, jetzt erschießt den Typen endlich. Ja, doch. Werde und das selber mache. Yeah.
so jammernd fiel er zu Boden. Geht doch. Er hat das Zeitliche gesäugnet. Ja, übrigens, Matze, weißt du, was geil ist? Neulich musste ich mich mal heilen. Komm mal nachher mit, ich will dir was zeigen. Ja? Neulich musste ich mich mal heilen und da habe ich mich einfach hier hingehockt und habe dann festgestellt, Alter, was ist denn das für eine geile Camperstelle? Hier, guck mal, musst du mal hier reingehen. Stimmt. Hey, da kannst du, da bist du so safe und kannst jeden, der da hinkommt, ich glaube, rechts läuft was. Auf die Fresse gehen. Klopp. Drinnen hat sich was mokiert, oder? Ja, hier um die Ecke, glaube ich. Muss mal hingehen. Da! Эй, а ты куда пошел? Че, забыл, кто тебе башка? Alter, da hat er Ging jetzt irgendwie... Ich hab mir bloß nicht. Ging jetzt eine Quest auf? Ich hab irgendwie so eine Questmusik gehört. Questmusik? Hast du ja. Es jetzt hinter dir oder was? Warte, ich komm mal mit daher. Wenn hier eine Granate kommt, jetzt Alter. Jetzt hockt er sich neben mir. Warte mal, Wetshop? Wetshop ist fertig. Hattest du nicht eine Macke für mich irgendwo? Ja, hab ich. Hier, komm mal hier rein. Komm mal hier rein. Hier sind wir safe. Warte, tu ich dir mal hier einen. Schmeiß auf die Erde. Die glitscht doch nicht weg. Ah, das habe ich anders erlebt bei Tarkov. Oh, einen goldenen Hahn, den brauchte ich eigentlich nicht, aber danke. Danke, kannst nehmen. Na dann. Fetzt, ey, geil. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so gut hier. Wollen wir nochmal rein in die Hütte? So, was musst du noch machen? Das ist doch nicht der einzige Quest, den du hier machst. Oh, nochmal einer. Was ist das? Drin? Da ist oben auf dem Dach. Das ist ein Sniper. Hat er dich getroffen? Ach, der ist direkt draußen. Also, warte. Der ist auf dem Dach, würde ich sagen, oder? Nee. So. Also ich bin drin. Nicht durchs Fenster feuern. Meinst du, der ist auf dem Dach? Ich würde sagen, der ist auf dem Dach. Ja, hast recht. Der war auf dem Dach. Papa weiß es doch. Papa Matze hat wieder Ohren wie ein Luchs. Also doch, dafür, dass ich sonst recht schlecht höre, wenn meine Frau mir dafür, was erzählt. Dass ich so viele Haare in den Ohren habe. Ja. Hast du Haare eigentlich in der Nase? Ja? Haben Menschen alle. Ich habe welche im Arsch, die können wir zusammenknoten. Oh, bitte keine Details, sonst werde ich taub und blind. Nee, das war aus einem Film. Wer weiß es, aus welchem Film? Eine Serie war das eine. So genau wollte es keiner wissen. Ich lasse die Leute gerade rätseln. Es war so, Matze, was musst du denn jetzt noch machen? Eine deutsche Serie. Weiß komm, gar nicht. Ich bin voller Tatendrang. Wie lang? Wie viele Teile? So eine Kurz. Sagen wir mal eine Kurzserie. Ging nicht so lang. Aber war gut. Mit Herbert Grönemeyer unter anderem. Herbert Grönemeyer. Ja, was muss ich machen? Lass uns erstmal rauskommen und dann gehen wir mal jetzt raus. Also Pass to Lifehouse oder wo müssen wir überhaupt hin? Ja, ne? Ja, ja. Ja, dann gehen wir raus. Alter, er nimmt auch direkt die gefährliche Abkürzung. So kenne ich ihn. Ein furchtloser Freep. Ich würde fast sagen Tunnel. Hm? Ja, Tunnel ist das auch. Das ist irgendwie, glaube ich, mir näher. Das Boot, Thomas, du hast recht. Ich sehe, ich habe es mit einem Experten zu tun. Ich bin stolz auf dich, Thomas. Also ich hätte ja eine Idee für Leute, die in Deutschland keine Steuern zahlen. Einfach den, man muss irgendwie ein Gesetz verändern, dass sie dann keinen deutschen Pass mehr besitzen dürfen. Einfach direkt den Staatsbürgerschaft entziehen. Ja, würde ich auch machen. Dann sollen sie doch auch die Irische... Ja, entweder oder, dann weißt du? Dann sollen sie doch die Irische auch beantragen, was? Genau, das sehe ich auch so. Entweder... Also sonst ist ja nur eine Rosinenpickerei, weißt du?
Und da liebe ich mir mal die Amerikaner, ne? Es ist scheißegal als Amerikaner, wo du auf der Welt arbeitest, du bezahlst deine Steuern in Amerika, ne? Aha. Echt, ja? Da sind die gnadenlos. Okay. Ja, ja, da sind die gnadenlos. Das ist denen scheißegal, wo du deinen Wohnsitz hast. Solange du einen amerikanischen Pass hast, bezahlst du deine Steuern in den USA. Das würde ich ja auch so machen. Ja, wirklich. Fertig. Ja. Und wenn die dann nicht wollen, hier, der Schuhmacher war ja auch da, hat er sich auch verpisst, ne? Dann soll man sagen, okay, auf Wiedersehen, gib den Pass her. Sehe ich genauso. Ja, genau so. Entweder bin ich Schweizer oder Engländer oder genau, nicht. Und nicht so ist es. Hier, die Vorteile nehme ich davon und die Vorteile nehme ich davon und die anderen Arschlöcher können zusehen und so bleiben.